Nun zum Thema Körpergefühl. Leider ist es so, dass wir Männer häufig nicht gelernt haben, auf unsere Körpersignale zu achten. Beziehungsweise wir haben durch alle möglichen Fluchtmöglichkeiten unsere Körpersignale ignoriert oder unterdrückt. Wir haben zum Beispiel unsere Fähigkeit, länger arbeiten zu können oder so, durch Alkoholmissbrauch oder durch Drogenmissbrauch, Tabletten und so weiter versucht, unsere Leistungsfähigkeit zu verlängern oder zu verbessern. Eine andere Fluchtmöglichkeit bot manchen unmäßiges Essen, eine falsche Ernährung, keine oder nicht ausreichende Bewegung an frischer Luft, oder auch die Flucht, sich in Beziehungen, nur in Beziehungen eins zu fühlen und sich über seine sexuellen Höchstleistungen zu definieren. Manche haben ein prahlerisches oder ein protzendes Verhalten entwickelt, um eben sich nicht mit ihren schwachen Seiten auseinandersetzen zu müssen. Aber wenn wir achtsam mit unserem Körper, also mit unserer Gesundheit umgehen, fühlen wir uns auch besser, beziehungsweise wir tun uns einfach was Gutes. Wenn wir die Signale, die uns unser Körper gibt, wenn wir auch die achten, also wenn wir lernen, auf diese Körpersignale zu achten, dann erkennen wir auch klare Richtlinien. Bin ich müde? Bin ich fit? Habe ich Hunger? Bin ich satt oder ausreichend gesättigt? Zum Beispiel, was fühle ich in bestimmten Situationen? Also unser Körper ist ja eine Einheit von Körper und Geist. Häufig ist es auch so, dass uns unser Körper was sagen will und wir das überhaupt nicht richtig verstehen. Unser Körper will uns viele Dinge mitteilen und wir müssen lernen, darauf zu achten. Denn Körper und Geist sind eine Einheit. Nun zum Thema Körpergefühl. Leider ist es so, dass wir Männer häufig nicht gelernt haben, auf unsere Körpersignale zu achten. Beziehungsweise wir haben durch alle möglichen Fluchtmöglichkeiten unsere Körpersignale ignoriert oder unterdrückt. Wir haben zum Beispiel unsere Fähigkeit, länger arbeiten zu können oder so, durch Alkoholmissbrauch oder durch Drogenmissbrauch, Tabletten und so weiter versucht, unsere Leistungsfähigkeit zu verlängern oder zu verbessern. Eine andere Fluchtmöglichkeit bot manchen unmäßiges Essen, eine falsche Ernährung, keine oder nicht ausreichende Bewegung an frischer Luft. Oder auch die Flucht, sich in Beziehungen, nur in Beziehungen eins zu fühlen.